Ja, danke schön, Lukas. Das war ein sehr gefühlvoller Einstieg in unser heutiges Fachsymposium. Und Sie sehen unter dem Punkt 3, Erhaltung und Bewahrung von Kunst- und Kulturgütern, dass wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Es ist auch eine satzungsmäßige Aufgabe, die wir als Verein sehr ernst nehmen. Und das hat uns dann auf den Weg geführt, die Landwehrfahne der Gemeinde Schafhausen von 1905 und 1908 war die Verleihung, dass wir sie wieder in Glanz und Glorie, in Anführungsstrichen, dann wieder heute hier zeigen können. Aber ich darf dann zu dem ersten Vortrag Frau Dr. Dagmar Hähne, Leiterin des Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte beim Landschaftsverband Rheinland in Bonn, zu dem Thema mehr als ein Stück Stoff zur Bedeutung des Immateriellen bei der Restaurierung von Kulturgut. Sie haben das Wort, Frau Dr. Hähne. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich für die Einladung hier heute zu Ihrem Fahnenfest und zu dem Fachsymposium bedanken. Anlass dieser Veranstaltung ist ein besonderes Stück. Sie sehen es hier, die Fahne des Landwehrvereins der Gemeinde Schaffhausen, die auf etwas verschlungenen Wegen heute quasi offiziell in die Gemeinde zurückkehrt. Dazu zunächst mal meinen ganz herzlichen Glückwunsch und meinen Dank an den Heimatverein Schafhausen, besonders an Herrn Heuter. Denn ich glaube, ohne Sie gäbe es heute überhaupt nichts zu feiern. Und von daher danke ich für Ihr historisches Interesse, für Spürsinn und Hartnäckigkeit und das Bewusstsein, dass so eine Fahne eben mehr ist als einfach nur ein Stück Stoff. Ich möchte hier heute gar nicht so groß über die Geschichte dieser Fahne oder über die Geschichte von Landwehrvereinen sprechen. Ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, was diese Fahne eigentlich zu einem Kulturgut macht, was in dieses Stück Stoff vielleicht immateriell an Bedeutungen und an Geschichten eingeschrieben ist. Immaterielles kulturelles Erbe, das ist so ein Schlagwort, das seit einigen Jahren sehr oft zu hören ist. Ich selber bin Kulturanthropologin beim Landschaftsverband Rheinland und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist genau dieses immaterielle Kulturerbe. Und was genau das ist und was Ihre Fahne damit zu tun hat, darüber möchte ich mit Ihnen in den nächsten etwa 15 Minuten reden. Was ist dieses Kulturerbe? 1972 brachte die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die UNESCO, eine Konvention zum Schutz von Weltkulturerbe auf den Weg. Seit 1978 wird dieser von immer mehr Staaten ratifiziert und es werden Dinge ausgezeichnet, vor allen Dingen Bauwerke, aber auch Naturräume, die von besonderer Bedeutung für die menschliche Gesellschaft sind. Diese sollen damit zum einen geschützt und erhalten werden, zum anderen soll ein Bewusstsein geschaffen werden, was Kultur eigentlich für uns Menschen bedeutet. Im Zuge dieser Diskussion wurden zwei Aspekte immer deutlicher. Erstens, Kulturerbe, das sind eben nicht nur materielle Dinge, das sind nicht nur Bauwerke, wie zum Beispiel der Kölner Dom. Kulturelles Erbe hat eine durchaus subjektive und kleinräumige Dimension, auch Elemente der Alltagskultur, das heißt dessen, was Sie und ich und alle anderen Menschen auf dieser Welt eigentlich jeden Tag ganz selbstverständlich tun. Auch wenn diese meistens nicht von der UNESCO ausgezeichnet werden, es ist trotzdem kulturelles Erbe. Das zweite, Kulturerbe hat eine immaterielle Dimension. Das heißt, etwas nicht Sichtbares, nicht Materielles. Damit sind beispielsweise Rituale und Bräuche gemeint, Musik und Literatur, Erzählen und Tanzen. Immateriell ist das Wissen, das beispielsweise in Handwerkstechniken oder auch in landwirtschaftlicher Arbeit steckt, das unsere Vorfahren im Umgang mit der Natur entwickelt haben.
Das ist das immaterielle kulturelle Erbe und auch hierzu gibt es seit 2003 eine eigene UNESCO-Konvention, wo auch schnell deutlich wurde, diese Listen und Auszeichnungen betreffen immer nur besonders ausgewählte. Ich habe das vergessen. Immaterielle, immer nur besonders ausgewählte kulturelle Formen, wie zum Beispiel hier auf den Bildern unten die Echternacher Springprozession, die Sie vielleicht kennen, und ein immaterielles Kulturerbe, wo ich glaube, ich würde wetten, dass Sie es nicht kennen, nämlich die Fischereibruderschaft zu Bergheim an der Sieg. Kulturelles Erbe ist aber viel mehr, vor allen Dingen viel mehr als das, was ausgezeichnet wird. Dass wir alle jeden Tag mit solchem Kulturerbe umgehen, das wird uns klar, wenn wir einmal den Begriff des Erbes, der quasi der Kernbegriff dieser ganzen Geschichte ist, wenn wir den einmal etwas genauer anschauen. Haben Sie schon mal etwas geerbt? Haus, Geld, Schmuck? Meistens denken wir zunächst mal an ganz wertvolle materielle Dinge. Viele Erbstücke haben aber eine ganz andere Ebene, die sie unglaublich wertvoll machen. Hier auf diesem Bild, ich weiß nicht, ob es gut zu erkennen ist, habe ich so ein Familienerbstück. Das Bild zeigt eine Zuckerdose. Das Kaffeeservice, von dem sie ist, stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das Foto wurde 1977 gemacht. Und in dieser Zuckerdose ist eine ganz normale Topfpflanze gepflanzt. Denn etwa 100 Jahre hält kaum ein Kaffeeservice aus, vor allen Dingen in einer Zeit, die zwei Weltkriege durchgemacht hat, wo es um Umzüge, Migration, Veränderung, Wandel, Weitergeben geht. Und solche Alltagsgegenstände gehen halt eben relativ schnell kaputt. Von diesem Service gibt es außer dem Zuckertopf noch eine Kaffeekanne, zumindest gab es die 1977, und eine Tasse mit einer Untertasse. Es wurde aufbewahrt, weil dieses Ding ein Familienerbstück ist, weitergegeben wird in der Familie. Sie können diese Dinge übrigens, kurzer Werbeblock, in unserem Online-Portal Alltagskulturen im Rheinland sehen und die Geschichte dazu lesen. Dort sammeln und dokumentieren wir genau solche alltäglichen kulturellen Erbstücke. 1977 wurde nicht nur dieses Foto gemacht, sondern eine ganz umfangreiche Fotodokumentation über den Ort Steinstraßlich. Die Menschen dort öffneten uns ihre Häuser, zeigten die Dinge, die für ihren Alltag bedeutsam waren, in dem Bewusstsein, dass sie diesen Ort in wenigen Jahren verlassen werden. Denn Steinstraßlich gehört zu den abgebaggerten Dörfern im rheinischen Braunkohlerevier. Das gibt es nicht mehr. In diesem Kontext, der gerade heute ja wieder sehr aktuell diskutiert und verhandelt wird, ist die Frage nach dem Erben und dem Vererben, nach den Dingen, die so bedeutsam sind, dass sie erhalten bleiben sollen, extrem relevant für die betroffenen Menschen. Ich habe das mal versucht, in eine ganz einfache Grafik zu geben. Erben ist ein sehr komplexer Prozess und hat mehrere unterschiedliche Ebenen und Aspekte. Menschen vererben Dinge. Das ist eine bewusste Entscheidung. Sie halten etwas aus ihrem Besitz für wertvoll und wichtig, so wertvoll und so wichtig, dass sie es weitergeben möchten, dass sie es erhalten wissen möchten. Ebenso bewusst entscheidet sich der Erbende, die andere Seite, für oder gegen die Annahme. Mit der Annahme erwächst eine Verantwortung, nämlich in diesem Erbstück ebenfalls eine Bedeutung, etwas Wichtiges zu sehen, ihm eine Bedeutung zu verleihen und es zu erhalten. Bei dem Kaffeeservice vorhin hat man diese Zuckerdose mit einer neuen Funktion, man hat da eine Pflanze reingesetzt, aber man erhält das Erbstück, auch wenn es eine andere Funktion bekommt, eine neue Bedeutung eingeschrieben wird. Ganz wichtig ist, zum Vorgang des Erbens gehört eine Beziehung. Diese ist dem Erbstück eingeschrieben. Das Erbstück erinnert an die Person, die es vererbt hat, an bestimmte Gefühle, die damit verbunden sind, an Geschichten, an Kindheit, an was auch immer Sie an solchen Gefühlen, an sehr komplexen Gefühlen sich vorstellen können. Erinnert auch an bestimmte Orte, an denen man vielleicht nicht mehr ist, die möglicherweise auch gar nicht mehr so existieren. Erben ist die Weitergabe eines Objektes
aus der Vergangenheit zur Nutzung in die Gegenwart mit der Zielrichtung in die Zukunft. Und genau das meint auch Kulturerbe. Und zwar nicht in einer Familie oder zwischen zwei Menschen, sondern für größere soziale Einheiten. Vereine, Dorfgemeinschaften, Städte, Staaten, Europa oder auch die gesamte Menschheit. Ihre Fahne, ist das auch so ein Erbstück? Es sind auf jeden Fall Geschichten in diese Fahne eingeschrieben, die unsichtbar immateriell drinstecken. Und wenn sie nicht erzählt und dokumentiert werden, werden diese Geschichten vergessen. Die erste Geschichte stellt die Frage nach dem, was ist das überhaupt? Was ist das, eine Landwehrfahne? Sie ist ein materielles Dokument aus einer Zeit, aus der Zeit um 1900, aus einer Zeit des Umbruchs, der Veränderung und durchaus auch der Krise. Die Farben, die Sie sehen, Schwarz-Rot-Gold, der Eichenkranz, der Adler, das verweist auf etwas, das verweist auf ein Stück Geschichte, auf das Deutsche Reich, auf Preußen. Genaueres wird Ihnen nachher noch Herr Dr. Felske dazu erzählen, deswegen sage ich da gar nicht mehr viel zu. Aber diese Zeichen, diese Symbole sind eine durchaus patriotische, nationale Symbolsprache im Kontext dieser Zeit. Und nur aus diesem Kontext lässt sich die Existenz dieser Fahne und dieser Vereine überhaupt verstehen. Gegründet wurden sie seit den 1850er Jahren, nach den Befreiungskriegen, dann nach den deutsch-französischen Kriegen, als Kriegervereine, als Veteranenvereine. Ihnen ging es um Sorge für die Veteranen und auch die Kriegsversehrten, um die Pflege von Erinnerungskultur, um die Pflege von Gemeinschaft, durchaus auch zum Zusammenkommen, gemeinsam reden, auch Alkohol zu konsumieren und zu feiern. Diese Dinge gehörten in dieses Vereinsleben einfach auch dazu. Aus einer gemeinsamen Kriegserfahrung, Pflege von Gemeinschaft, aus einer gemeinsamen Kriegserfahrung, einer soldatischen Kameradschaft, was auch immer wir uns da heute drunter vorstellen, als einer sozialen Beziehung. Uniformierung und Fahne, Feste mit Umzügen, Erinnerungsrituale, all das gehörte zur Formensprache dieser Vereine. Die Jahreszahlen 1905 und 1908 erzählen von der Gründung des Landwehrvereins in Schafhausen 1905 und der Stiftung dieser Fahne anlässlich des Kreisfestes der Landwehrvereine 1908. Heinrich Walter Blanke war der erste Vorsitzende des 1893 gegründeten Kreisverbandes der Veteranenvereine im Kreis Heinsberg. Zur Geschichte dieser Vereine gehört auch, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg häufig Sammelbecken revisionistischer Haltungen waren. In der Weimarer Republik gehörten Kriegervereine, zu denen auch die Landwehrvereine gehörten, eher selten zu modernen demokratischen Kräften des jungen Staates. Ihre traditionell kaisertreue Haltung machte sie auch dem Nationalsozialismus erstmal suspekt. 1934 begann ihre Eingliederung in den NS-Reichskriegerbund, unter anderem mit dem Verbot, die eigenen Traditionsfahnen zu tragen und zu zeigen. Die Schafhausener Fahne wurde eingemottet und privat in einer Kiste aufbewahrt. Jetzt beginnt die zweite Geschichte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nimmt ein britischer Soldat diese Fahne mit nach Hause. Die Geschichte könnte damit zu Ende sein, ist sie aber nicht. Denn dieser Soldat gibt 1975 die Fahne in der deutschen Botschaft in London ab. Heute würden wir das Restitution von Kriegsbeute nennen. Die dritte Geschichte ist eine Geschichte vom Vergessen und Wiederfinden. Diese Fahne wurde 1975 in einem Festakt hier dem Kreisheimatmuseum übergeben. Dort wurde sie ordentlich inventarisiert, ins Depot verbracht und dann war nie wieder die Rede davon. Bis 2018 Hans-Josef Holter durch einen Zufall auf die Rede zum Festakt 1975 stieß, sich fragte, wo diese Fahne eigentlich wohl geblieben ist, um die es damals ging, und im Museum, dann dem Begershaus in Heinsberg, anrief und die Fahne tatsächlich dort aufgefunden wurde.
Den Rest der Geschichte bis heute kennen Sie. Aufwendige Restaurierung der Fahne und das heutige Fahnenfest. Was an diesen drei Geschichten macht nun so etwas wie kulturelles Erbe aus? Was macht eine Kriegervereinsfahne von 1908 so wichtig, dass sie aufwendig restauriert, konserviert und dauerhaft aufbewahrt werden soll? Es ist die Frage nach den Bedeutungen, die die Verantwortlichen in der Gegenwart aus diesen Geschichten in die Zukunft tradieren möchten. Was möchten Sie mit dieser Fahne erzählen? Vielleicht eine Geschichte von Versöhnung. Viele Jahre nach Kriegsende gibt der britische Soldat die Fahne zurück. Das lässt sich als Geste der Versöhnung verstehen. So ist sie auch von den Zeitgenossen damals 1975 verstanden worden. Eine Idee von Versöhnung und europäischer Einheit. Auch heute wieder ziemlich aktuell. Während des Nationalsozialismus wird die Fahne privat aufbewahrt. Ist das ein Verstecken oder eher ein, ach, das kann man vielleicht noch mal gebrauchen? Dass eine Art von widerständiger Akt ist, das würde ich als überinterpretiert empfinden. Aber die Tatsache, dass sie aufbewahrt wurde, erinnert daran, dass bestimmte Symbole für eine Gemeinschaft so wichtig sind, dass sie nicht einfach aufgegeben oder weggeworfen werden. Aber kann man heute eine Gemeinschaft, die sich als Kameradschaftsverband von Kriegsteilnehmern definiert, uneingeschränkt positiv bewerten? Hier ist mindestens eine kritische Distanz angebracht. Genau diese braucht es, um eine andere Haltung zu der Fahne als einem Erinnerungsobjekt einzunehmen. Sie erinnert nicht unbedingt an eine glorifizierte Vergangenheit, sondern impliziert auch Leid und Trauer, Trauma und Gewalt von Krieg. Denn das waren die Anlässe der Gründung von Kriegervereinen. Sie erinnert daran, dass eine unkritische Glorifizierung der Vergangenheit ein Baustein ist von Nationalismus, Rassismus und völkischer Ideologie. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte dieser Fahne fordert Fragen nach Verantwortung ein, die zu stellen gerade heute von zentraler Bedeutung für unsere Erinnerungskultur und immer auch wieder in unserem Alltag sind. Diese Fragen zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und diese in die Zukunft zu tragen, das kann die Fahne zu einem wirklichen kulturellen Erbstück für Schaffhausen machen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.